Du bist Hekates Vertraute. Hast du das Wasser der Lethe? Ich habe es. Was macht es so besonders? Ein Mann, der davon trank, verlor nach einem einzigen Schluck den Verstand. Sterbliche trinken das Wasser der Lethe, um ihre Vergangenheit zu vergessen und in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Doch Persephone lässt uns das Elysion nicht verlassen, solange sie selbst hier gefangen ist. Ich verlor meinen Seelenverwandten. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber den Schmerz vergessen. Gib mir das Wasser. Hier, trink davon. Auf dich, armer Theron. Mögen wir in Unwissenheit vereint sein. Theron, der Sohn der Silberzunge? Moment! Ich muss sagen, ich fühle mich ein wenig benommen. Oh. Und wie soll ich dich jetzt zu Adonis bekommen? Was ist mit ihr geschehen? Sie trank von dem Wasser der Lethe. Ich gab ihr die letzte Phiole. Was? Warum hast du das getan? Sie wollte ihrem Liebeskummer entfliehen, nachdem sie ihren Geliebten im Elysion verlor. Das kann ich nur zu gut verstehen. Sie erwähnte den Namen ihres Geliebten. Theron. Der Sohn der Silberzunge? Du hast ihn aus Persephones Griff befreit. Sie hätten wieder vereint sein können. Ich sollte es ihn wissen lassen. Ich habe bereits erfahren, dass du getan hast, worum ich dich gebeten hatte. Sehr gut. Und um welchen Gefallen hast du Cassandra gebeten? Persephone. Gerüchten zufolge hat das Wasser der Lethe seinen Weg zurück in das Elysion gefunden. Wage es nicht, dich herauszureden. Du bist die einzige Person, die weiß, was mir das Wasser der Lethe bedeutet. Es tut mir leid. Du könntest nie die Unwägbarkeiten göttlicher Schöpfungen wie das Wasser der Lethe begreifen. Aber ich werde deinen Beitrag nicht vergessen.
Persephone. Ich habe nur versucht. Von nun an werde ich dich besser im Auge behalten, Freundin. Du wolltest Adonis nicht helfen. Du wusstest, dass die Frau nach einem Schluck des Wassers keine Unterstützung mehr wäre. Die Frau versprach zu helfen. Das war keine Lüge. Und was meine Beweggründe betrifft, sagte ich dir bereits, die gehen nur mich etwas an. Doch wenn Sterbliche ihre Vergangenheit so verzweifelt hinter sich lassen wollen, sollte Persephone nicht die Macht haben, sie daran zu hindern. Soweit ich das beurteilen kann, bringt dieses Wasser nur Unglück. Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Ich muss jetzt allein sein. Ich brauche Ruhe von deinen geistlosen Worten. Du hattest Zeit für dich. Wie geht es nun weiter? Du erinnerst dich noch. Gut. Wir müssen Persephone noch an einer Stelle schwächen, bevor sich unsere gemeinsame Zeit dem Ende neigt. Ihre getreuen Anhänger sammeln sich in einem Dorf, nahe Persephones Umarmung. Dort findest du die jämmerlichsten Sterblichen im Elysion, die ihr völlig hörig sind. Stehen sie etwa in ihrem Bann? Vermutlich sind sie eher besessen, als dass sie in ihrem Band stehen. Aber wenn du glaubst, dass du diese Sterblichen retten kannst, liegst du falsch. Persephones Griff ist zu stark. Bislang hast du Sterblichen geholfen, nicht sie verletzt. Ich helfe Menschen, die uns helfen, und verletze die, die uns im Weg stehen. Bleib besser auf meiner Seite. Verstanden? Und was schwebt dir für Persephones Anhänger vor? Gift im Wein sollte der Sache Genüge tun. Leider fraß ein Wolf den letzten Eisenhut in der Nähe. Du musst ihn erlegen und das Gift aus seiner Leber entnehmen. Es sollte dir nicht allzu schwer fallen, Zugang zum Symposion zu erhalten. Wenn du dort bist, solltest du dich unter die von Persephone besessenen Anhänger mischen, um nicht aufzufallen. Ich finde das Gift und verschaffe mir Zugang zum Symposion. Keine Sorge. Du wirst genug Zeit haben, zu verschwinden, wenn die Sterblichen mit dem Trinken beginnen. Viel Glück. Da wäre ich. Oh.
muss ich zu einem Symposium. Ein neues Gesicht. Bist du zum ersten Mal beim Symposium der getreuen Anhänger? Ja. Du musst nicht aufgeregt sein. Stell dich doch erst mal ein paar Leuten vor und dann stoßen wir auf die Neuzugänge an. Ach, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, erkläre doch, wer deiner Meinung nach besser zu Persephone passt. Adonis oder Hermes? Wir diskutieren schon seit Stunden. Persephone hat Adonis das allerschönste Boot geschickt, nachdem er eine weitere Feluke beim Versuch, das Elysium zu verlassen, zerstört hat. Hast du gehört, dass Persephone Hades nicht so glücklich ist? Warum sollte ich? Amüsierst du dich? Wie leicht kommt man in diese Gruppe? Es ist ganz einfach. Jeder, der Lust hat, Tag ein, Tag aus über Persephone zu sprechen, wird mit offenen Armen empfangen. Viel Spaß beim Fest. Ich weiß, es sind alte Gerüchte, aber es heißt, Hekate wolle Persephones Thron an sich reißen. Was denkst du darüber? Wer nicht erkennt, dass Hekate das Elysion selbst regieren will, ist blind. Persephone blind? Wie kannst du so etwas sagen? Sie hat das Elysion in ein Paradies verwandelt. Sie ist eine Visionärin. Gefällt dir das Symposion? Und? Was machen Anhänger der Persephone so? Du meinst zur Unterhaltung? Wir besprechen Neues aus Persephones Leben, planen Symposien und Statuen zu Persephones Ehren und... Ich sollte gehen. Sag mir, Fremde, wer glaubst du ist Persephones Seelenverwandter? Der Gott oder der Sterbliche? Hermes. Er liegt Persephone zu Füßen. Den Göttern sei Dank. Endlich jemand mit Verstand. Hermes wird unterschätzt. Er würde Persephone bis ans Ende der Unterwelt folgen. Avena,
Du solltest dich hier allen vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Hilf uns bei einem Streit. Wir haben gerade erfahren, dass Persephone ihren Palast erweitert. Sollte er in den Osten oder Westen des Elysions erweitert werden? Nur das Beste für Persephone. Also, Osten. Was? Nein! Im Osten erwartet sie nichts. Was sollte sie sich ansehen? Etwa Hekates armselige Hütte? Das ergibt doch keinen Sinn. Wir sollten trinken. Also, alle erzählen sich, wie toll man sich mit dir unterhalten kann. Und wie viel du über Persephone weißt. Du wirst toll zu uns passen. Diese Menschen scheinen nicht so verderbt zu sein, wie Hekate sie beschrieben hat. Versammelt euch alle, um den neuen Anhängern zuzuprosten. Auf Persephone. Auf Persephone. Meinte, es würde nicht so schnell wirken. Ich muss hier raus, bevor... Die Karte ist mir Antworten schuldig. Das Symposion war nicht, was ich erwartet hatte. Langsam fühle ich mich hinters Licht geführt. Willkommen bei den Aufständischen. Diese Ruinen wurden aufgegeben, als Persephone ihr Paradies erschuf. Hier wird man uns nicht finden. Aber ihr seid so wenige. Persephones Heer besteht aus Menschen, deren Verstand sie kontrolliert. Befreie ihren Geist und bringe sie zu mir. Dann können sie für uns kämpfen. Ihren Geist befreien? Mein guter Freund Hermes ist ein meisterhafter Manipulator. Und dein Stab sieht aus wie eine seiner Schöpfungen. Versuche es damit. Im Südwesten steht ein Außenposten. Du findest ihn in der Hand des Hades. Auf seiner Handfläche wurden Krieger gesichtet. Wenn wir diese Krieger erst befreit haben, wird dieser Aufstand mein Meisterstück.
das Feuer des Südens erlischt. Erlöse euch von seiner Herrschaft. Ihr wart zu lange benebelt. Wacht auf und seid frei! Überrascht mich. Als wir uns das erste Mal trafen, war ich sicher, Persephone hätte dich geschickt. Weswegen? Um mich zu verführen, zu verwirren, meine Geliebte zu vergessen. Aber als ich dich bat, Persephones Einfluss zu schwächen, hast du es getan. Ich bat dich, mir Krieger zu bringen, und hier sind sie. Und ich musste für dein Vertrauen nur mein Leben riskieren. Niemand im Elysion ist, was er behauptet zu sein. Und wenn eine Kriegerin mir anbietet, mir zur Flucht zu verhelfen, bin ich natürlich skeptisch. Wir sollten mehr Krieger auftreiben. Meine Späher haben zufällig einen in der Nähe entdeckt. Er war in seinem früheren Leben Spartiat, soweit ich weiß. Er steht nicht unter Persephones Einfluss, bleibt aber für sich. Ein Held wie er würde uns ganz sicher den Sieg bringen. Und wie werde ich ihn erkennen? Soviel ich weiß, kannst du ihn nicht verfehlen. Leonidas! Du hast die Augen meiner Tochter. Also hat etwas diesen Tag überlebt. Wie kommt er in deinen Besitz? Myrine, sie ist meine Marta. Ich bin hier, weil ich deine Hilfe brauche. Du musst für mich kämpfen. Ich habe Frieden gefunden. Warum sollte ich kämpfen? Mein ganzes Leben lang hat man mir von meinem Großvater erzählt. Dem König, der den Göttern ins Gesicht gespuckt hat und alle mit seinem Speer durchbohrte, die Freiheit seines Volkes bedrohten. Und jetzt kämpfe ich um die Freiheit. Und ich bitte meinen Großvater um Hilfe. Wir müssen das Gelände zu unserem Vorteil nutzen. Also kämpfst du mit uns? Wenn du gegen mich gekämpft hast, du sagst, du seist Myrines Tochter. Ich will sehen, was sie dich gelehrt hat.
kämpfst gut. Krieger werden nur für dich kämpfen, wenn auch du bereit bist, für sie zu sterben. Dein Feind an der Ich hätte dich bei den Thermopylen brauchen können. Du hättest viele bei den Thermopylen brauchen können. Ich bin froh, dass du den Speer hast. Ich kämpfe an deiner Seite. Du hast mein Wort als Spartiat. Ich danke dir, Großvater. Da ist sie ja. Wie macht sich Leonidas? Die Moral war selten gefestigter. Späher berichten, dass Persephones Einfluss im Elysion immer schwächer wird. Du stiftest jede Menge Unruhe. Ich werde nicht eher ruhen. Weißt du, so langsam glaube ich, wenn du da bist, ist das Elysion doch kein so schlechter Ort. Ja. Und wenn du nicht in Aphrodite verliebt wärst und nicht versuchen würdest, die Königin zu stürzen und alle anderen wären nicht tot, wäre das Elysion perfekt. Ich meine ja nur, du hauchst dieser Welt der Toten etwas Leben ein. Wie dem auch sei, wir haben ein kleines Problem. Natürlich. Persephones Wachen haben unsere Versorgung unterbrochen und Geheimverstecke ausgehoben. Das sind Geheimnisse, von denen sie unmöglich wissen konnte. All das lässt nur einen Schluss zu. Wir haben einen Spion in unseren Reihen. Wer? Vielleicht die Botin. Sie überbrachte wichtige Informationen in eines der Lager. Als sie nicht zurückkehrte, sandten wir Späher aus. Das gesamte Lager wurde ausgelöscht. Sie blieb verschwunden. Oder aber es ist der Schmied. Soldaten plaudern gern, während ihre Messer geschärft werden. Vielleicht hat er so von unseren Plänen erfahren. Ein guter Anfang. Sie wohnen beide im Dorf. Kehre zurück zu mir, sobald du fertig bist. Einer der Fackeln des Hypnos, die ich zerstört habe. Persephone weiß, dass wir Leonidas angeheuert haben. Detaillierte Informationen zu einem der Rebellenlager.
Mit Sicherheit das Haus eines Schmieds. Eine Auflistung der Menschen, die in Kontakt mit Adonis stehen. Persephone und ich stehen auch drauf. Eine Nachricht an Aphrodite. Der Schmied hat ihr alles erzählt. Von Adonis' Fluchtplan, der Rebellion. Und wer hat für den Feind spioniert? Die Botin oder der Schmied? Sie haben dir beide nachspioniert. Mit ihren Informationen könnten sie beide die Rebellion zerschlagen. Verdammte Malakes! Laut meinen Spähern versuchen sie, sich aus dem Staub zu machen. Wir haben nur Zeit, um einen von ihnen zu erledigen. Wer ist gefährlicher? Der Schmied hatte eine Liste deiner Kontakte und eine Notiz an Aphrodite, die deine Fluchtpläne beschreibt. Und was ist mit der Botin? Sie hatte genaue Informationen über eines deiner Rebellenlager, eine Notiz an Persephone über Leonidas und ein Fragment eines der gedankenkontrollierenden Geräte, die ich zerstört habe. Der Schmied. Ich eile ihm nach. Er wurde zuletzt in der Nähe des Dorfes gesehen. Zögerst du deinen Tod nur heraus! Schmidt arbeitete für Aphrodite. Diese Nachricht wird Adonis das Herz brechen. Der Schmied ist tot. Das ist immerhin etwas. Es gab einen Hinterhalt. Die Botin führte Persephones Wachen zu einem unserer Lager. Es hat keiner überlebt. Die Botin entkam. Adonis, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Der Schmied arbeitete für Aphrodite. Was? Warum sagst du so etwas? Meine Liebste, wieso? Niemand im Elysion ist, wer er vorgibt zu sein. Ich muss dieser Welt der Lügen entfliehen. Unser nächster Zug muss rasch und tödlich erfolgen. Wir treffen uns später beim Palast der Kolosse. Ich habe etwas, das Persephones Paradies gehörig auf den Kopf stellen wird. Hüterin, da bist du. Die Königin ist in Deukalions Vermächtnis und lässt nach dir schicken. Sie sagt, es sei dringend.
Was denkst du über den südlichen Teil meines Reichs? Ich komme nicht mehr so oft hierher. Es ist schön. Ich versuche, den ruhmreichen Toten ein behagliches Zuhause zu bieten. Das hilft ihnen, ihr Schicksal zu akzeptieren und in der Nähe zu bleiben. Und wenn ein Sterblicher doch herumstreunt und nicht zurückkehrt, muss ich es wohl persönlich nehmen. Und was soll ich hier? Zu Lebzeiten hat Leonidas nur Chaos und Blutvergießen verursacht. Und kürzlich sah Hermes, dass er mit den Abtrünnigen sprach. Wir können nicht zulassen, dass er in alte Muster verfällt. Wenn er nicht für mich kämpft, darf er gar nicht kämpfen. Leonidas von Sparta ist mein Großvater. Wenn du glaubst, dass ich ihn absteche, liegst du falsch. Hermes sagte mir, warum du wirklich im Elysion bist. Dein Stab. Komm mir in die Quere und du wirst scheitern. Aber Leonidas bedeutet dir viel. Ich verstehe, dass das nicht leicht für dich ist. Deshalb bin ich bereit, dir einen Handel vorzuschlagen. Was für ein Handel? Bring mir Leonidas Leiche und ich werde einen Verstorbenen deiner Wahl zurück ins Leben holen. Das kannst du? Ich bin die Königin der toten Herzchen. Ich kann alles. Also, wen will Cassandra wieder in ihrem Leben haben? Ich möchte Phoebe wiedersehen. Hilf mir, das Elysion vor dem Chaos zu bewahren. Dann werde ich dafür sorgen. Im Paradies werden die Leute meiner Familie angegriffen. Ist ein wiederbelebter Toter Grund genug, meinen Großvater zu töten? Was machst du hier draußen? Ich wollte dich etwas fragen. Willst du mit mir fischen gehen? Das ist schön. Es gibt so viel.
viel, worüber ich gern sprechen würde. Dann sprich. Nach allem, was du bei den Thermopylen verloren hast, deine Männer, deine Frau, deine Kinder, Sparta, war es das letzten Endes wert? Wer herrscht über die griechische Welt? Griechen. Dann lautet meine Antwort ja. Martha erzählte mir von unserer Blutlinie und unseren Vorfahren. Wusstest du davon? Nur was meine Martha mir erzählt hat. Wir wurden aus Höherem geboren und sind zu Höherem bestimmt. Die Welt teilt sich in zwei Hälften. In jene, die unseren Tod wollen, und jene, die uns bis an die Pforte des Hades folgen würden. Ich nehme an, der Speer war noch intakt, als man ihn dir gab? Meine Mutter gab ihn mir, als ich noch klein war. Sie sagte, dass er eine Bürde mit sich bringt. Doch... Du warst bereit. Es ist so friedlich hier. Da hat was angebissen. Hol einen Korb, schnell! Großvater, ich... Du sollst mich töten. In Sparta haben wir gelernt, Raubtiere zu erkennen, lange bevor sie angreifen. Ich brauche Persephones Zustimmung, aber sie hält dich für gefährlich, wenn ich diese Gefahr nicht beseitige. Warum bringst du ihr nicht den Kopf einer größeren Gefahr? Wer ist gefährlicher als du? Stimmt. Es gibt tatsächlich jemanden. Einen Spion. Ich brachte ihn in Persephones Leibwache unter, aber er arbeitet insgeheim gegen sie. Ich bin nur eine Bedrohung für ihre Soldaten auf dem Schlachtfeld. Ein Spion bedroht das Herz des Elysions. Bring ihr seine Leiche und sie sollte zufrieden sein. Danke, Großvater. Wir sollten öfter angeln gehen. Kyros von Sarax? Um ihn habe ich nicht gebeten. Er war ein Spion der Rebellen. Aber du warst es, die ihn zu mir gebracht hat. Ich wusste nicht, was er vorhat. Ich habe dir vertraut. Wachen! Persephone, hör mich an. Hermes hat recht. Im Elysion braut sich etwas zusammen. Selbst wenn Leonidas gegen dich ist, bist du doch viel stärker als er.
Aber Kyros war ein Feind, von dem du nicht wusstest. Dadurch war er viel gefährlicher für dich und das Elysion. Man widersetzt sich mir nicht straflos. Unser Handel ist geplatzt. Aber da du mir diesen Betrüger geliefert hast, darfst du bleiben. Finde heraus, was es mit diesem kleinen Stab da auf sich hat. Was kann ich noch tun? Du kannst mich gehen lassen. Ich wollte all das nicht. Ich verwandelte diese Welt in ein Paradies, um sie ertragen zu können. Und dann kamst du und ließest mich aufblühen. Bitte, lass mich gehen. Wäre das wirklich dein Wunsch, hättest du lange gehen können. Erinnerst du dich etwa nicht? Dich Aphrodite noch lieben würde, wenn sie wüsste, was für ein Feigling du bist. Du machst doch jetzt wohl keinen Rückzieher. Sie hat recht. Ich bin ein Feigling. Einst hatte sie mir ermöglicht zu gehen. Ich hätte nur kämpfen müssen, aber ich konnte nicht. Es tut mir leid, aber mir ist das alles zu viel. Adonis, schließe die Augen und entsinne dich all jener, die an deiner Seite kämpfen. Sie glauben an dich. Ich glaube an dich. Lass nicht zu, dass du über Persephone vergisst, wofür du kämpfst. Du hast recht. Persephones Macht liegt darin, uns jene vergessen zu lassen, die wir lieben. Sie will, dass die Menschen bei ihr bleiben. Dann müssen wir die Menschen wachrütteln. Beim Palast der Kolosse findest du eine von Hermes Erfindungen. Wir haben sie aus seiner Werkstatt gestohlen. Sie soll alles vernichten, was sie berührt. Und was vernichten wir? Persephone hält ihre schlafenden Kolosse in den oberen Stockwerken ihres Palastes. Bring die Erfindung dorthin, damit sie nie wieder erwachen. Der Rauch ist das Signal für alle Rebellen im Elysion, dass die Zeit des Angriffs gekommen ist. Worauf warten wir noch? Keiner darf dich sehen und versuch niemanden zu töten. Ein Erfolg ohne Blutvergießen wird die Ungläubigen eher auf unsere Seite ziehen.
Als wir uns zum ersten Mal begegneten, musste ich lachen, als du sagtest, du wolltest dem Elysion entfliehen. Und jetzt? Ich bemitleide jeden, der sich dir in den Weg stellt. Was wirst du jetzt tun? Ich muss vor dem alles entscheidenden Sturm auf Persephones Palast noch einige Vorkehrungen treffen. Ich meinte, wenn das hier vorbei ist. So lange konnte ich an nichts anderes denken, als zu Aphrodite zurückzukehren. Doch mein Herz brach, als ich von ihrem Spion erfuhr. Du hattest die Wahrheit verdient. Du warst mir eine gute Freundin. Ich hätte nicht erwartet, hier Freunde zu finden. Such mich auf, bevor wir angreifen. Die Rebellion ist bald stark genug, um sich zu behaupten. Ich sollte mit Hekate reden, falls sie zurück ist. Und Antworten erhalten. Persephone, ich wollte eigentlich zu Hekate. Ich kann mir nicht vorstellen, was du von ihr wollen könntest, aber vergiss es. Weißt du, was das Schwierigste an meinem Leben hier ist? Nein. Dass ich nicht weiß, wem ich trauen kann. Hekate war meine beste Freundin, seit meine Mutter Demeter sie zu mir geschickt hat. Aber nach diesem Unfug mit dem Wasser der Lethe weiß ich, dass ich sie im Auge behalten muss. Hekate sagt mir immer, wo sie hingeht, diesmal aber nicht. Meine Spione sagen mir, dass sie bald wieder bei einem Geheimtreffen auf Iphigenias Anwesen auftauchen wird. Klingt, als wäre dieses Geheimtreffen nicht wirklich geheim. Da kommst du ins Spiel. Beschatte sie und erstatte mir Bericht. Ich vertraue dir. Bitte enttäusche mich nicht. Ich habe mich schon gefragt, wann du kommst, Schlossschmied. Ich bevorzuge Schlüsselmacher. Du bist ein wahrer Meister der Worte, wie immer. Ich verstehe nicht, wie man so bescheiden sein kann. Du weißt, warum ich hier bin, Hekate. Wir müssen über deine neue Freundin reden, die Hüterin. Keine Sorge. Ich habe Cassandra nichts von dem Schlüssel zur Unterwelt erzählt, den du als Halsband von Rose getarnt hast. Was hätte ich davon, wenn sie einfach so zu Persephones Palast rennt? Das meine ich nicht. Ich weiß, dass ihr viel Zeit miteinander verbracht habt und Persephones Position unterwandert. Cassandra will Persephone unterwandern, nicht ich. So wird es zumindest für Persephone aussehen, wenn ich fertig bin. Ich bin nur allzu vertraut damit, wie geschickt du Persephone Flöhe ins Ohr setzt. Doch die Geschichten, die du spinnst, entsprechen nie der Wahrheit, oder? Du versuchst, Persephone vom Thron zu stürzen. Hermes, du weißt, wie ihre Herrschsucht sie zugrunde richtet. Auch du musst sehen, wie sehr sie sich verändert hat. Die einzig Herrschsüchtige hier bist du. Warum unterstützt du sie nicht? Also stimmt es. Du bist eifersüchtig. Wenn du alles tust, was Persephone verlangt, hilfst du ihr nicht, Hermes. Und es bringt dich auch deinem wahren Ziel nicht näher. Kann ihr überhaupt jemand helfen nach allem, was sie durchgemacht hat? Aber ich bin kein Verräter.
Du weißt, ich liebe Persephone wie eine Schwester, Hermes. Ich würde sie aus dem Elysion befreien, wenn ich könnte. Aber ich kann sie nur von der Verderbtheit befreien. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Hüterin! Hermes, wir müssen weg. Also bist du diejenige, der ich nicht trauen kann. Hekate hat mir von deiner Niedertracht erzählt und von dem Einbruch in mein Heiligtum. Hekate will mir etwas anhängen. Ich hatte nichts mit dem Einbruch zu tun. Nur du allein besitzt einen Schlüssel. Cassandra hat ihn gestohlen. So wie sie das letzte Wasser der Lethe aus der Höhle stahl. Ich weiß, dass ihr beide das Wasser der Lethe im Elysion verbreitet habt. Aber du warst diejenige, die es dieser Frau gegeben hat. Der springende Punkt ist, dass es seit deiner Ankunft im Elysion ständig Ärger gibt. Das kann kein Zufall sein. Es ist offensichtlich, dass du Persephone stürzen willst. Das halbe Elysion weiß, dass Hekate dich deiner Macht berauben will. Warum erkennst du das nicht? Du darfst diesen Lügen nicht glauben! Eine Silberzunge ist jetzt bei den Abtrünnigen in Deukalions Vermächtnis, weil diese Fremde ihr half. Ich habe selbst gehört, wie sie dein Loblied als Verbündete der Sterblichen singt. Was? Ich... Die Wahrheit, Hekate. Und zwar schnell. Darüber hinaus wurde erst kürzlich ein Treffen deiner getreuen Anhänger angegriffen. Hast du davon gehört? Ja, sie wurden mit Eisenhut vergiftet, für dessen Anbau du berühmt bist. Komischerweise wurde mein gesamter Vorrat am Abend vor dem Fest gestohlen. Bestimmt nicht von mir.
Dann ist es wohl Zufall, dass jemand, der dir verblüffend ähnlich sah, bei der Flucht vom Symposion gesehen wurde. Es reicht. Mittlerweile habe ich Grund genug, euch beide des Verrats zu verdächtigen. Hekate ist meine älteste Freundin in der Unterwelt. Und auch meine beste, wie ich geglaubt habe. Nenn mir einen Grund, warum ich dir mehr vertrauen sollte als ihr. Hekate war immer eifersüchtig auf dich. Sie will die Macht über das Elysion an sich reißen. Du kannst doch nicht ernsthaft einer Fremden mehr Glauben schenken als mir! Persephone! Welche Rolle Cassandra bei meiner kürzlichen Unglücksserie auch gespielt haben mag, du warst die entscheidende Kraft. Dabei solltest du meine Vertraute in der Unterwelt sein, meine Freundin. Ich hatte die besten Absichten. Was immer du auch wolltest, du hast mich betrogen. Wir haben erfahren, dass sich die Abtrünnigen von Deukalions Vermächtnis in Bewegung setzen. Nicht jetzt. Aber Königin, es ist dringend. Gut, dann wird das hier warten müssen. Ich habe geahnt, dass du mir in den Rücken fällst. Man kann niemanden verraten, zu dem man vorher nicht loyal war. Ich habe überall nach dir suchen lassen. Aber auf Persephones Thronsaal wäre ich nicht gekommen. Natürlich nicht. Und dank mir glaubt Persephone, Hekate sei verantwortlich. Dadurch sind wir im Vorteil. Ist das so? Dann müssen wir zuschlagen, und zwar sofort. Für Aphrodite. Und für deine Freiheit, das Tor in ein anderes Reich zu durchschreiten. Gut, sammel deine Truppen. Wir ziehen in die Schlacht. Wer lebt und wer stirbt, hä? Es ist nicht
Hermes, du solltest nicht hier sein. Wo sollte ich sonst sein, wenn die Sterblichen das Elysium niederbrennen? Hilf mir, sie zu beschützen! Ich habe dir geholfen, aber das hier kann niemand aufhalten. Das Tor muss sich öffnen. Nach allem, was ich für dich getan habe, bitte, Hermes, hör mich an. Unsere Freundschaft als Stabhüterin und Schlüsselmacher war nicht immer einfach. Aber du hast so viel für mich getan. Gemeinsam werden wir Persephone Einhalt gebieten. Hab Dank. Gehen wir, gemeinsam. Halt! Erbärmlich! Du hast mich zum letzten Mal enttäuscht, Hermes Trismegistos! Persephones Herrschaft über das Elysion muss enden. Sofort! Keine falsche Bewegung. Du lässt zu, dass sich eine Sterbliche zwischen uns stellt. Du hast sie zwischen uns gelassen. Du hättest es mir sagen sollen, aber alles, was ich von dir höre, sind Lügen. Ich habe genug davon und weißt du was? Ich werde etwas dagegen tun. Nein! Viel Glück dabei, jetzt noch jemanden mit deinen Lügen zu hintergehen. An deiner Stelle würde ich verschwinden, bevor du noch etwas Dummes sagst. Wie hast du das gemacht? Ich bin eben ein Naturtalent. Du begehst gerade einen Riesenfehler. Vor meiner Tür braut sich ein Krieg zusammen. Was soll ich denn deiner Meinung nach sonst tun? Dein schönes Elysion liegt in Schutt und Asche, Persephone. Und das nur wegen deiner Sturheit. Du Narr! Nur für dich habe ich diesen Ort so schön gemacht. Nichts, was ich je für deine Liebe getan habe, war gut genug. Du bist auch eine Gefangene. Du weißt, dass man seinen Entführer unmöglich lieben kann. Ich bitte dich zum letzten Mal. Lass uns gehen. Lass mich gehen. Ich liebe dich, Adonis. Und wahre Liebe ist selbstlos. Geh. Behandle Aphrodite besser, als du mich behandelt hast. Hab Dank, Persephone. Ich bin auf ewig dankbar. Sei nachsichtig mit Cassandra. Nun zu dir. So weit muss es nicht kommen. Lass mich das Elysion einfach verlassen. Adonis hätte die Rebellion auch ohne meine Hilfe angeführt. Du lügst! Persephone, du musst nicht alles kontrollieren. Lass einfach los! Vielleicht kannst du dann endlich nach Hause. Du ahnst ja nicht, was ich durchgemacht habe. Ich wurde aus deiner Welt geraubt. Ich hatte keine andere Wahl, als mir diese untertan zu machen.
Astaria, was? Dafür ist keine Zeit. Abstergo ist hier. Sag deinem Boss, ich bin bereit. Otso Berg soll selbst kommen und mich holen, wenn er kein Feigling ist. Was ist bloß in dich gefahren? Sie wollten uns töten. Selbst Alithia hat die Flucht angetreten. Es gab keinen Grund, sie abzuschlachten. Ist alles in Ordnung da unten? Klingt, als gäbe es Ärger. Alles gut, Elena. In nächster Zeit dürfte es ruhiger werden. Diese Erinnerungssequenz des Animus ist so gut wie hinüber. Lass mich raten, das ist passiert, als du mich herausgerissen hast. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich hatte keine Wahl. Vorwürfe reparieren diesen Computer auch nicht. Die Erinnerungsfiles überschreiben sich. Ich brauche Zeit, um sie zu entwirren. Weißt du was? Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Bis Alithia zurückkommt, verbringe ich etwas Zeit in Griechenland.